So, hallo. Ich will gar nicht anfangen. Ich will gar nicht anfangen, aber wir machen weiter bei Isaac Repentance. Ultra hart. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich das jetzt nicht. Ich habe immer noch keinen einzigen Part. Es ist immer noch. Morgen läuft der erste Pokémans Part. Nur, dass ihr euch orientieren könnt, wo wir gerade sind, während ich aufnehme. Ja, also ich habe jetzt. Das ist jetzt der fünfte Part zu Ultra Hard, den ich aufnehme. Und der erste ist noch nicht mal draußen. Das heißt, ihr konntet mir immer noch nicht sagen, was ihr davon haltet. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, yes. Es ist halt leider so. Yo, das startet einfach. Oh Gott, es startet einfach so. Es startet einfach so. Oh mein Gott. Direkt Damage ab und die schwarzen Herzen sind am Start. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es. Ich habe komplett verdrängt, dass der Pakt auch da drin sein kann. Wir müssen am Anfang auf jeden Fall, damit ist für mich jetzt schon wieder klar, wir müssen am Anfang auf jeden Fall in Stachelräume reingehen. Weil, also am Anfang habe ich ja eh nichts zu verlieren, wenn ich in den Stachelraum reingehe. So, ist scheiß drauf. Ne? Ganz ehrlich. Am Anfang habe ich eh nichts zu verlieren, in den Stachelraum zu gehen. Weil, wenn das kacke ist, resette ich ihn halt. Jetzt habe ich, oh nee, ich will Pillen. Es ist so, okay, da gibt es ein 7er-Item. Meine Theorie mit der Black Candle funktioniert nicht. Die Flüche, die man hat, wird man nicht los. Soweit habe ich mich jetzt schon mal ein bisschen schlau gemacht. Aber ich werde trotzdem weiterhin Items im Shop kaufen, weil da halt auch so Sachen wie Stopwatch und so dabei sein können, ne? Das ist alles recht nützliches Zeug. Leute, ich muss die Pille einsetzen. Es ist so schwierig. Ich setze ihn mal noch nicht ein. Ich meine, ich habe sie jetzt ja. Und, naja. Ach komm. Okay. Ja, und PHD könnte auch im Shop sein. Stimmt. PHD könnte auch im Shop. Lol, ich rede, als hätte mir das gerade jemand gesagt. Aber es ist mir gerade selber eingefallen. Oh Gott. Ich hatte so Angst, dass der in meinem Gesicht explodiert, ne? Das war echt knapp. Alter, ich kann kaum ausweichen. So, ja. Die Sache bleibt halt die, holt man sich jedes Item oder nicht? Wenn man schon OP ist oder so, dann holt man sich wahrscheinlich wirklich nicht mehr jedes Item in dieser Challenge. Aber es ist halt. Ich meine, sowas wie Almond Milk, was wir letztes Mal gesammelt haben, ne? Das war für mich einfach der Todesstoß. Klar, ich bin auch schlecht und deswegen ging es halt auch nicht gut. Und sicherlich hätten auch Leute mit Almond Milk noch den Ruan retten können, gar keine Frage. Aber für mich war das dann halt eine Sache, die hat den Ruan im Prinzip beendet. Aber ja, was wollte ich noch erzählen? Irgendwas wollte ich noch erzählen, ich weiß es nicht mehr. Egal. So, bitte beende meinen Run nicht. Ich hätte gerne das Damage up weiterhin. Okay, das ist an sich eine coole Geschichte. Das kann eine coole Geschichte sein, wenn ich allerdings zu langsam bin. Also ich muss jetzt dafür sorgen, dass diese Träne schnell wird. Ne? Aber das ist an sich ist das eine sehr interessante Geschichte. Okay, der ist jetzt nicht so nice. Weil der so ist, glaube ich. Naja gut, ich meine, Herzen kann er eh nicht droppen. Ja, ne? Kann ich jetzt so sprengen, dass beides hier, dass das aufgeht und dass das aufgeht? Oder verschwende ich jetzt gleich meine Bombe? Okay, kann ich. Okay, ich krieg die Bombe zurück. Ja, dann, ja. War das okay. Und mit dem Damage-Up, was wir halt haben, dürfte die Träne jetzt wirklich gar nicht mal so verkehrt sein. Ich
muss halt gut lernen, mit ihr umzugehen. Na, das ist der Punkt. Ich muss sehr gut lernen, mit dem Ding umzugehen. Ich muss halt jetzt gleichzeitig mich steuern und die Träne. Und das macht es natürlich schon... Also es ist eine Herausforderung, gar keine Frage. Es ist eine Herausforderung, aber eine machbare. Okay, es könnte sowohl hier als auch hier der Geheim... Nee, wir lassen das mit dem Geheimraum. Ich würde halt noch dieses 7er-Item, das 7-Münzen-Item, würde ich noch anpeilen. Okay, das ist jetzt zum Beispiel sehr nice, weil jetzt kann ich die einfach verfolgen und kann mich hier irgendwo verstecken. Ne, für solche Bosse ist es optimal, dieses Item. Aber sie ist halt noch sehr langsam, ihr seht es. Wenn ich nicht schnell genug irgendwo hinkomme... Ja, jetzt ist sie schneller. Genau sowas brauchte ich. Tears plus Shot Speed Up. Optimal. Sehr gut. Oh Gott. Ne, weil ich muss die schnell bewegen können, dass ich halt schnell auch hinterherkomme. Und schaut euch den Schaden an. Schaut euch den Schaden an. Das ist nicht schlecht, was hier passiert. Nee. Ich gehe gar nicht erst rein. Ich komme gar nicht erst in Versuchung. Ich habe nur 3 rote Herzen. Und die werde ich sowas von behalten. Okay. Können wir noch irgendwas gucken? Ich habe 2 Bomben. Ich könnte theoretisch an die Kiste rankommen. Könnte mir Münzen... Ja, komm. Scheiß drauf. Wenn ich Glück habe, sind da Münzen drin. Jo. Wir können dann das 7er-Item kaufen. Und sogar noch einen Schlüssel. Sehe ich das richtig? Ja, wir können das 7er-Item und einen Schlüssel kaufen. Das ist gut. Gibt es einen Schlüssel? Es gibt einen Schlüssel. Double Item Vision. War das nicht, wenn ich es einsetze, verdoppelt sich das, was im Raum ist? Und in dem Fall wäre es dann das Pedestal-Item. Kriege ich das dann jetzt nicht umsonst, das andere? Ist es nicht sowas gewesen, dass ich das Pedestal-Item irgendwie... Also, dass sich alles verdoppelt, was im Raum ist, und wenn es Pedestal-Items sind, verdoppeln die sich? Ich meine, man könnte es auch für einen Boss nehmen, dass man das Item dann doppelt bekommt beim... Ich gucke erstmal, ob es das war. Ich muss kurz nachgucken, ob es das war, bevor ich Bullshit wieder rede. Aber ich meine, dass ich das... Das habe ich doch schon letztens gelesen. Ja, du... Genau, dupliziert jedes Pedestal-Item. Genau, im Shop könnten die dann umsonst genommen werden. If used in a Devil Room or Black Market, the duplicates can be taken for free. Ist der Devil Room noch offen? Ist der Devil Room noch offen? Ist der Devil Room noch offen? Kommt der manchmal wieder? Oder eher nicht so? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich jetzt das Item dupliziere, ist es dann zweimal random im Shop? Ist es zweimal Zufall oder ist es zweimal einfach das Gleiche? Steht es da oder steht nicht da, ne? If used in a shop, the duplicated items can be taken for free. If used in the boss rush, all the duplicates can be taken for free. Gut, da kommen wir eh nicht rein, das ist egal. If used in a devil room or black market, the duplicates can be taken for free. Dann würde ich doch trotzdem für den Devil Room gehen. In der nächsten Ebene. Blöd, dass ich das jetzt nicht vorher geholt habe, aber das konnte ich ja nicht wissen. Hm. Oder vielleicht gibt es im Shop ja 2 Items, dann könnte man es auch machen.
Wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal. Nein. Okay, das ist auch schön. Alles, wo ich mich ein bisschen verstecken kann und dann erstmal so, ne, meine Träne hinsteuern kann, das ist alles sehr gut. Sowas brauche ich. Genauso Zeug brauche ich. Da komme ich an beides nicht ran. Ohne Bomben, das lassen wir. Okay. Yikes. 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 Ich wollte Yikes sagen, aber ist egal. Ist da oben auch noch einer? Nein, perfekt. Dann bin ich hier safe. Träne, mach dein Ding. Was ist? Ludovic ist enorm gut in dieser Challenge. Ich bin gespannt, wohin diese Reise führt. Ich bin gespannt, wohin diese Reise geht. Ich habe so Schiss, das zu versauen, ne? Ich habe so böse Schiss, das zu versauen. Vor allem, es ist ja nicht nur Ludovic, es ist ja, oder Ludovico, oder wie das Ding heißt. Es ist ja auch der Damage. Na, der Damage kommt ja dazu. Wenn das jetzt nicht so viel Damage hätte, würde das hier alles ewig dauern. Aber wir haben auch noch guten Damage, den wir machen. Ai. Okay, an die könnte ich mit einer Bombe rankommen, sollte ich sie wollen. Wohin schießen die? Okay, ich kann mit dem nicht drücken, ne? Nee, natürlich nicht. Wir gehen erstmal hier in die Mitte. Ich muss jetzt auf die Stacheln achten. Okay, die Stacheln sind lang genug unten. Ja, kein Problem. Gar kein Problem. Nur kurz gucken. Es hätte jetzt sein können, dass die Stacheln manchmal bewegen, die sich noch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay, sehr schön. Auch das ein sehr einfacher Raum durch die Träne. Jo, komm mir nicht zu nah, Kollege. Okay. Da ist der Shop. Ah, fuck. Da ist nicht nur der Shop, da ist auch Dings. Schon der Bossraum. Ich will jetzt eigentlich noch nicht den Schlüssel opfern. Nice. Ja, war blöd. Ich musste irgendwo hin. War blöd mit den Treffern. Springt bitte nicht mir ins Gesicht. Da muss jetzt böse aufpassen, weil die können... Ja. Wo ist meine Träne? In so einem großen Raum wird es schwierig, die zu steuern. Uah! Wo ist meine Träne? Wo ist meine Träne? Da. Oh Gott. Komm, mach dich weg. Der Unsichtbare ist weg. Oh, Himmel, hilf! Kein guter Raum für mich. Gar kein guter Raum für mich. Ja gut, die Karte kann ich einmal einsetzen. Two of Spades. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt mal fix in den Shop und gucken, was wir da kriegen könnten. Dann hole ich mir den Kartengenerator, kann ich natürlich mir wiederholen. Oh mein Gott, wir kommen. Welchen Weg muss ich denn jetzt zurückgehen? Hilfe. Hier oben war ich, ne?
Richtig. Oh Gott, das halbe Herz, ne? Oh, fuck my life. Okay, das Problem mit dem Ding ist, dass ich viel zu leicht getroffen werde. Oh, lol. Jetzt hat's den Raum hier rüber geportet. Aber ich müsste trotzdem auf dem richtigen Weg sein, richtig? Ja, bin ich. Ein Item. Das kann ich mir aber auch so holen. Ich habe genug Kohle. Das mache ich nicht mit dem Ding. Die Bank. Oh, shit. Ich hol mir jetzt die Pille und hoffe drauf, dass es sowas wie Bad Trip oder Full Heal ist. Ich brauche irgendwas. Ich brauche gerade irgendwas. Ja, das ist nicht das Gute gewesen. Oh shit, was mache ich denn jetzt? Gehe ich zum Boss? Hoffe ich, dass ein HP ab rauskommt und hoffe, dass ich am Leben bleibe? Versuche ich den Schlüssel noch für den anderen Itemraum, aber ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe auf dem Weg zum Itemraum. Nein, das ging so schnell. Ich gehe erst zum Boss. Ich hoffe, dass ich mit dem halben Herz irgendwie durchkomme. Ach du Scheiße. Es ist zum Glück ein sehr großer Boss. Ich muss halt böse aufs Ausweichen achten. Wenn mal alles kleine, große weg ist, ist die Sache gut. Oh Gott, wir haben ihn geschafft. Wenn das jetzt ein HP wäre, müsste ich es verdoppeln. Ah, Satan-Deal-Chance ist eh raus. Ich verdoppel das Ding jetzt. Don't blame me, wenn es scheiße ist. Some stats up, some stats down. Das ist es dann nochmal, oder wie? Ja. Super. Oh Gott, nein. Es hat kein Herz mehr gebracht. Was jetzt? Was jetzt? Zweiter Boss? Scheiße. Also es ist das gleiche Item. Das haben wir jetzt gelernt. Gut. Ah, ich hatte erst ein Herz mehr, dann hatte ich wieder ein Herz weniger, aber es füllt sich halt eh noch nicht auf. Ja, let's try it. Irgendwas muss ich tun. Okay, zweimal Monstro. Wenn ich nicht komplette Scheiße baue, müsste auch das laufen. So viel dazu. Okay. Haben wir einen Stachelraum am Anfang? Ah, es ist... Ich lasse mich zu leicht treffen. Es hatte wirklich wieder... Der Run hatte wieder gutes Potenzial. Oh, nice. Guter Start. Ah, das ist, wenn ich oft treffe, dass die Schüsse stärker werden. Ich weiß gar nicht, ob das bei Feuer und so auch zählt. Nee, wahrscheinlich nur bei Gegnern. Also kein gutes Item für mich, weil ich nicht Accuracy besitze. Aber seht ihr es, ne? Ich treffe jetzt und dadurch geht der Schaden hoch. Wow. Wir gucken noch kurz in den Stachelraum. Na, jetzt mache ich hier diese Leuchtschüsse. Die halten dann eine Weile. Immer wenn ich halt lange Zeit gut treffe. Naja, wobei, ich meine, der Schaden geht ganz gut hoch dadurch, ne? Und die Gegner sind ja groß in dieser Challenge. Ja, komm, wir probieren es mal. Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht das dümmste Item. Ja, okay. Eine Bombe geopfert, zwei Bomben bekommen. Passt doch. Ja, der Schaden geht halt schon recht gut hoch. Und wie gesagt, wir schießen ja recht oft auf den gleichen Gegner. Also so oft schieße ich eigentlich gar nicht mal daneben. Ja, vielleicht machen wir es. Vielleicht nehmen wir es mal mit. So, hier könnte ich jetzt halt einfach probieren, Geheimraum zu gucken, weil ich bekomme eh die Bomben zurück. Genau. Dann kann man das mal machen. Dann versuchen wir hier ranzukommen.
Passt. Passt. Bisher war es das wert. Nehmen wir den hier drüben auch noch mit. Ja gut. Bombe geopfert, Bombe bekommen. Kein Verlust. Ich darf nicht vorher schießen, ich bin so dumm. Aber guck mal, der Schaden geht so schnell hoch. Ich dachte, ich muss echt lange treffen. Aber ich muss gar nicht lange treffen, ne? Der Schaden ist sofort oben. Es ist halt ein temporärer Damage-Up, aber gerade bei großen Gegnern, und wir haben große Gegner in dieser Challenge, ist es gar nicht mal so dumm. Ich rede mir das jetzt auch nicht schön, es ist gar nicht mal so dumm. Wenn ich jetzt halt noch ausweichen könnte, wäre das schon mal eine bessere Geschichte. Nun, es ist ja nicht so, dass ich Damage verliere, wenn ich jetzt nicht treffe, sondern ich bin halt einfach auf dem normalen Stand. Oh Gott! Das war super blöd. Ich muss erstmal... die Viecher loswerden hier. So, treffe ich den von hier? Ja. Easy. Komm, geh weg. Ach so, das sind Töpfe. Dann machen wir erstmal den weg. Ja, was ist mit meiner Range passiert? Von hier oben nach unten hat es noch besser funktioniert. Oder? Ist das einfach nur Perspektive gerade, die mich verwirrt? Kann auch sein. Aber von hier schießt er, okay. Gut. Na, das halbe Herz ist ärgerlich. Jeder Treffer ist ärgerlich. Ich kann es leider nicht ändern. Aber wir haben zwei Schlüssel für die nächste Ebene. Das ist gut. Das ist okay. Ach. Hä? Okay. Ach so. Ah, ja, 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 I see. Oh, nee, nochmal ein großer Raum. Muss das sein? Okay, aber, okay. Ist in Ordnung, dann kommt der Boss hier. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Darf mich nur nicht treffen lassen. Aber du könntest gerne hier ein bisschen mir die Töpfe, könnt ihr mir gerne aufsprengen, wenn ihr Bock habt. Okay, habt ihr keinen Bock. Ist okay, wenn ihr keinen Bock habt, gar kein Problem. Shop ist jetzt halt die Question. Wenn da wieder ein 7er-Item ist, ne? Dann wäre das eine interessante Geschichte. Könnten da Shops sein? Ah, da unten waren wir noch nicht. Hä? Ja gut, das ist jetzt halt wieder der Fluch, der mich hier durch die Gegend schickt. Ja, da ist der Shop. Bitte lass dich jetzt nicht treffen hier in dem Raum. Ich weiß, der Raum ist gefährlich, Kollege, aber du kriegst... Nice, noch einen Schlüssel. Da oben wäre noch... Okay, das müssen wir auch nochmal sprengen. Ja, okay, passt. Schlüssel sind Gold wert. Okay, nochmal eine Münze mitgenommen. Dafür, dass wir umsonst hier reinkommen, ist das in Ordnung. Gehen wir. Gehen wir zum Boss. Jetzt haben wir alles getan, was wir tun konnten. Es ist nicht der schlechteste Anfang, es ist auch nicht der vielversprechendste. Aber dieser Damage-Up... den man so temporär bekommt, der hat schon was. Der schmeckt. Na, ich gehe auf 7 hoch. Ich gehe kurzzeitig auf 7 hoch. Aber oh mein Gott, und ich hab auf die Zahlen geguckt. Ich sollte vielleicht nicht auf die Zahlen gucken. Deswegen gehe ich in den Pause-Modus, um meinen Damage nachzuschauen. Oh Mann! Scheißtreffer. Tier Size und Range Up. Nice. Schöne Sache. Nein! Ah, nicht so schöne Sache. Nein! Dumm!
Hör doch auf, dich treffen zu lassen. Junge, bist du doof. Ich hätte echt gerne den One weitergespielt. Oh, come on. Ja, schlechtes Item. Nach dem würde ich jetzt nicht weiterspielen. Wir gucken noch Stachelraum und den anderen Itemraum und dann... Oh Mann, ich hätte beide Ones, die wir gerade hatten, ich hätte die so gerne weitergespielt. Ich hätte so gerne gewusst, wohin mich das noch bringt. Nee, das kann man auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Nee, tschüss. Danke fürs Gespräch. Eine Bibliothek. Eine Bibliothek. Reingehen, Bücherwurm werden, rausgehen. Das wäre jetzt mein Ziel. Dafür brauche ich aber zwei Schlüssel. Ne, einen Schlüssel. Quatsch, zwei Schlüssel. Was laber ich denn? Ein Schlüssel brauche ich. Und vielleicht ist ja das Book of Revelations dabei, ne? Das wäre nice. Oder das Book of Shadows. Irgendein gutes Buch, ne? Ich meine... Aber mir geht es vor allem gerade um den Bücherwurm, selbst wenn die Bücher da drin... Eigentlich, okay, solange man gar nichts hat, nimmt man jedes Buch mit, was man kriegen kann, ne? Es gibt eigentlich kein schlechtes Buch. Ne, gibt's halt wirklich nicht. Gibt halt nur Bücher, die nicht so nützlich sind. Aber wenn man gar nichts hat, nimmt man sowieso jedes Buch mit. Jetzt muss ich erst spielen, jetzt muss ich das erst weiterspielen, weil wenn da das Book of Revelations drin ist oder so, ne? Oder das Buch, was mir so ein Eternal Heart gibt, dann wäre das schon was, wo ich sage, boah, kann man mal mitnehmen. Weiß gar nicht, ob das auch in der Bibliothek auftauchen kann, keine Ahnung. Erstmal braucht man einen Schlüssel, ne? Erstmal braucht man einen Schlüssel. Eher komme ich da nicht rein und ich rede nicht von dem, der um mich rumfliegt. Leider nützt der mir nichts. Oh Gott. Oh, kann ich bitte meinen Damage von gerade zurückbekommen? Der war so nice. Aber da ist der erste Itemraum, das ist auch nice. Ach man, man trauert immer den Items hinterher, die man hatte. Man traut immer so den Items hinterher, die man hatte. Und gerade deswegen bin ich so süchtig nach diesen Ones, weil es so viele verschiedene Varianten gibt, wie das laufen kann. Und weil jeder Run auf seine Art und Weise spannend ist und auf seine Art und Weise extrem frustrierend, wenn man ihn versaut, wenn man denkt, er könnte gut laufen. Ich meine, wieso habe ich mich denn jetzt von diesem blöden roten Mistkugelding, wieso habe ich mich davon denn jetzt erledigen lassen? Ernsthaft? Die hat mich komplett niedergemacht. Die hat mich komplett niedergemacht. Das ist komplett dumm gewesen. Was habe ich jetzt eigentlich für ein Viech eingesammelt? Das ist so komplett dumm gewesen, was gerade passiert ist. Ein Afterbirth-Trinket. Ah, okay. Spawnt manchmal eine Friendly Spider. Mit Glück. Mom's Bottle of Pills. Cool. Ist jetzt auch nicht gerade was, was ich gesucht habe. Ich brauche halt immer noch einen Schlüssel. Ich will auf jeden Fall in diese Bibliothek. Wenn ich jetzt auf dieser gesamten, in der gesamten XL-Ebene hier, in dem gesamten XL-Basement, Burning Basement, wenn ich da jetzt nicht einen einzigen Schlüssel bekomme, ich krieg so einen Spinner. Oh, mach dich weg. Das ist kein Schlüssel. Das ist eine gute Pille. Können wir die bitte gleich rerollen mit unserem Pillengenerator? Können wir die bitte gleich doppelt haben? Und dreifach? Und vierfach? Oh Gott, können wir hier erstmal in Ruhe irgendwo hingehen, wo wir nicht so gleich komplett von überall beschossen werden? Und da ist schon ein Stein und der Stein könnte einen Schlüssel mir geben. Ich muss den auf jeden Fall sprengen. Auch wenn das Risiko natürlich da ist, dass was ganz anderes dabei rauskommt. Ah, das Feuer lasse ich mal, weil genau. Die begeben sich in das Feuer rein. Komm, mach noch ein bisschen nach links. Danke. Können die auch noch ein bisschen hier in Richtung Feuer? Ja, schön machst du das. Dankeschön. Brav. Oh, noch eine Pille. Okay. Aber ich sprenge den Stein hier erst, wenn ich alles andere abgecheckt habe. Na, vielleicht kriege ich ja noch anders Schlüssel. Vielleicht kriege ich ja irgendwo noch einen goldenen Schlüssel.
Okay, da ist schon mal die Geschichte. Nein, 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 ihr trefft mich jetzt nicht. Ihr werdet jetzt besonders ärgerlich, weil ihr mir das Ding runterzieht. Schade. You feel quickly. Was ist das denn? Was bist du denn? Du bist irgend so ein Haufen gewesen, wo Stacheln rausgeguckt haben. Das klingt nach, man darf mich nicht berühren. Und es klingt nach Kontaktschaden. Das ist ein neues Item. Ja, Tatsache. Alle 5 Sekunden wirst du stachelig und für eine Sekunde immun und machst 40 Kontaktschaden. Der Effekt wird durch 4 weiße Blitze indiziert. Das Item aktiviert sich dann beim 4. Blitz. Wenn es gut getimed ist, kann es benutzt werden, um Stachelräume um Stachelräume zu betreten, ohne Schaden zu nehmen. Oh! 4. Jetzt. Das ist eine Sekunde lang hält das. Okay. 4. Okay. I see you. Aber wir haben immer noch keinen Schlüssel. Ah ja, tatsächlich. Alle 5 Sekunden passiert das hier. I see you. Zack. Interessantes Ding. Nice. 1, 2, 3, 4. Nice. Wie viel Schaden mache ich dem Ding jetzt in der Mitte? 1, 2, 3, 4. Ja, okay. I see you. I see you. Haben wir noch keinen Schlüssel. Okay, die Dinger mache ich nicht kaputt. Also kaputt mache ich damit nichts. Das ist einfach nur... Hä? Hä? Ah ja. So, da ist der Bossraum. Nur noch kein Schlüssel. Oh, lol. Oh, ich habe den gar nicht gesehen. Hier ist auch noch einer. Okay. Ich merke mir die mal, dass da noch einer ist. Aber ein Spike-Room haben wir... ein Spike-Room. Ein Curse-Room haben wir noch gar nicht gefunden, richtig? Haben wir noch gar nicht gesehen. So wie auch den Shop nicht. Ah. Kann ich hier... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich den Tick jetzt richtig time, dann kriege ich die einfach so... Okay, ich krieg sie auch so. Okay, passt schon. Da ist mein Schlüssel. Okay, jetzt schnell zur Bücherei. Blöd ist jetzt natürlich, dass ich dieses Bottle-Ding dabei habe. Eigentlich will ich jetzt gar nicht mehr ein Buch mitnehmen. Das einzige Buch, was jetzt noch gut wäre, wäre halt... Wisst ihr schon. Book of Revelations oder sowas. Aber mal gucken, was in dem... Je nachdem, was in der Bücherei drin ist, habe ich gerade schon ein paar Ideen, was ich mit den Büchern anstellen kann. Shadows? Oh, Shadows ist halt auch übelst nice, ne? Bibel ist natürlich auch nice. Es wäre halt... Bibel wäre halt schon mal ein Garant gegen den Fuß und gegen das Herz. Fuck, die Bibel müsste ich eigentlich echt fast mitnehmen. Ja, das braucht man nicht. Aber jetzt sind wir Bücherwurm. Das ist auch cool. Damit machen wir ab und zu mal doppelt Schüsse. Nicht immer, ne? Manchmal. Oh, fuck. Ich bin eigentlich voll auf Bibel mitnehmen. Voll auf Bibel mitnehmen.
Wir haben noch keinen Schlüssel für die nächsten zwei Ebenen. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe halt jetzt nur hier diesen einen Stein. Aber so ohne Schlüssel einen Stein springen will ich eigentlich auch nicht, weil es könnte halt... Ihr wisst ja, was rauskommen könnte. Naja. Ach so. Okay, sorry, dass ich nochmal zurücklaufe. Aber ich kann für den ersten Boss ja das Book of Shadows theoretisch verwenden. Ich auch, wenn ich dann jetzt hin und her laufe, ich weiß, please don't be mad at me. Aber natürlich kann ich einmal das Book of Shadows verwenden, wenn ich es schon habe. Dann kann ich mit dem Book of Shadows auch mal testen, wie viel Schaden ich so mache. Okay, nicht viel. So, jetzt aufpassen. Ich meine, die Köpfe, die Viecher könnte ich wahrscheinlich mit dem Kontaktschaden sogar eliminieren. Nice. Ich muss nur böse aufpassen, dass ich das gut time. 3, 4. Oh, das war knapp. Der ist hochgesprungen und dann war ich wieder raus. Es werden halt immer mehr. Das ist das Gefährliche bei ihm. Nein, es war zu bald. Ach, Kacke. Ich bin zweimal reingerannt. Scheißdreck. 4. Oh, ich mache ihm doch ganz schön Schaden. Okay. Aber es ist eine sehr riskante Geschichte, da reinzurennen. Ei, HP ab. Nice. So, jetzt hole ich mir aber die Bibel. Bevor ich die noch vergesse hier irgendwo. Wieso gehe ich eigentlich oben rum? Lol. Welcher Schwachsinn. Ich meine, mit der Bibel kann ich auch Items holen, wenn mal irgendwo was in der Gegend rumfliegt, ne, wo ich nicht rankomme. Und jetzt die Bibel. Da. Dann kann ich auch irgendwas in der Luft holen, weil wenn, also, ne, alle 4 Räume lädt die sicher auf. Das kann ich schon nutzen. Ist nicht das stärkste Item, aber es garantiert mir halt den Sieg gegen das Herz und gegen Mom. Und in dieser Challenge, holy shit, ist 2 Boss-Siege geschenkt bekommen. Verdammt viel wert. Man muss aber halt... Oh nein! Ja, ich mache schon Schaden. Also wenn ich mich traue, da hinzugehen und es nicht komplett schief geht, ist das eine ganz interessante Geschichte. Und wir haben gerade noch ein Hühnchen zu hupfen, meine Dame. Ich meine, warum bin ich so... Ich hatte gerade so viel Möglichkeit, ne? Und dann... Der ist eigentlich nicht so schwer, der Boss. Ich weiß nicht, was mein Problem gerade war. Es ärgert mich, dass ich den so verkackt habe. Also wirklich... Ärgert mich böse. Ich hatte gerade viel bessere Voraussetzungen und habe ihn verkackt und jetzt bin ich einfach ohne Schaden durchgekommen. Ach, das ist doch scheiße. Okay, Evil plus Range plus Shot Speed up. Ja. Nee. Ich hoffe auf Engelraum. Logischerweise. Mal gucken. Wir haben ja durch den Schlüssel höhere Chance auf Engelraum, ne? Gucken wir mal. Aber ich habe leider noch keinen Schlüssel. Also keinen richtigen Schlüssel für die Itemräume. Wahrscheinlich komme ich jetzt als erstes zu Itemräumen oder so. Das wär komplett. Oh, die müssen mir bitte unbedingt den Kollegen hier sprengen. Bitte nicht mich. Hier oben, bitte mal hier sprengen. Hier. Hier bitte mal sprengen. Nein, hier. Ja. Nein, die haben die nicht getroffen. Okay, ich mache jetzt mal die anderen weg. Ja, der trifft. Nice. Da ist mein erster Schlüssel. Den kann ich jetzt erstmal liegen lassen. Und jetzt in Ruhe aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Jetzt habe ich ihn doch mitgenommen, aber es ist ja egal. Ah, mein Gott. Ich war gerade unverwundbar. Wie viel Glück kann ein einzelner Mensch haben? Das Problem ist, wenn man zu hektisch ist, dann schafft man diese Ticks nicht. Ne? Also ich
muss da sehr aufpassen. Jetzt habe ich es hingekriegt. Ich muss da böse aufpassen, dass ich nicht denke, es ist der dritte Tick und dann laufe ich rein und dann ist es gerade der vierte und so weiter, ne? Ja, andersrum. Dass ich denke, es ist der vierte und laufe rein und es ist gerade der dritte Tick. Und ich bin noch gar nicht unverwundbar. Da muss ich sehr aufpassen und dafür muss ich ruhiger sein. Aber das hat mir gerade den Arsch gerettet vor der Bombe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. So, das war der Raum. Der Raum ist kompletter Müll. Ja, danke. Für nix. Das war mein... Ah, mein Gott. Okay, aber den Stachraum können wir jetzt betreten. Wir wissen mittlerweile, wie man reinkommt. Aber erstmal muss ich hier durchkommen. Möglichst ohne getroffen zu werden. Gefährlich ist natürlich, im Stachelraum könnte was Blödes sein und dann muss ich da drin noch kämpfen, aber wir gucken mal, was passiert. Nice. Da hätte ich nie dran gedacht. Okay. Nice. Lol. Nice. Schlüssel, alles da, was wir wollen. Dann kann ich mich sogar rausporten, ist ja egal. Vielleicht lande ich im Satan-Deal. Lul. Oder im Angel-Deal. Das wär's. Hier lande ich nicht. Alter, das... Bruder, nicht treffen lassen. Oh, das war böse knapp. Was wollte ich gerade sagen? Kommst du hier durch? Nein. Warte, ich mache hier mal hier auf. Kommst du jetzt durch? Stell dich nicht so an. Komm hier runter. Oh mein Gott. Kommst du jetzt bitte... Okay, so geht's auch. So. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen... Ich hab's vergessen. Wie habe ich denn angefangen zu reden? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Also, ich glaube, ich wollte sagen, das HP war gut, aber wir haben es halt noch nicht aufgefüllt, ne? Aber wir wissen jetzt, welches die HP-Abpille ist. Das ist auch enorm gut. Wir kennen jetzt die HP-Abpille. Jetzt bräuchte ich noch eine Full-Heal-Pille oder so Zeug. Die müsste ich jetzt noch wissen, wo die ist. Okay, wir gehen mal nach unten weiter. Ich weiß eh nicht, wo ich bin. Ich habe mich einfach irgendwo hin teleportiert. Okay, kein guter Raum für mich. Oh Gott, wie konnte ich dem ausweichen? Yo! Ich habe viel zu viel Glück. Ticks, ticks, ticks. 2, 3, 4. Nice. Ah, den habe ich verpasst. Junge. Meine ich bin hinter den Pilzen recht safe. Und die schießen zum Glück nicht gleichzeitig. Nein, ah, fuck. Oh, jetzt bin ich unruhig. Jetzt bin ich... Nein, 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 nein. Jetzt bin ich unruhig. Ich sollte nur reingehen, wenn ich gerade unverwundbar bin oder so. 4. 1, 2, 3, 4.
Wie kann denn so ein läppischer Raum mich beenden? Es ist doch kacke. Ich traue dem nächsten Item hinterher. Wir trauern heute um alle Items, die ich in diesem One hatte. Oh Mann. In diesem One, nicht in diesem Part. So viele nice Items, ne? Und ich versau's einfach wieder. Ach, es ist so... Oh, ich hasse diesen Raum. Ich hasse diese Springdinger, die dauern so 3 Jahre, bis man die hat. Ja, Alter, nee. Da resette ich doch direkt. Follows me every... Ah ja, okay. Das ist diese Fliege. Mit der kann man starten. Je mehr ich mit der hin und her laufe, umso mehr schönen Schaden kann die machen. Ja, schön, schön, schön Kontaktschaden machen. So ist fein. Geh mal hier hin. Jawohl. Dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal hier hin. Ja, okay. Ich mach den selber weg. Laufen wir mal hier durch. Die kann durchaus nützlich werden. Ah, wartet. Ach so. Fuck. Falscher Run. Das haben wir ja schon versaut. Das haben wir ja blöderweise schon versaut. Das geht ja schon nicht mehr. Hilfe! Gut, die sind weg. Bleibt nur noch er hier oben übrig. Euch. So. Okay. Pille. Scheiße, Pille. Okay, was können die so? Wie sah das Item aus? Ich habe nicht geguckt. Okay. Das sieht auch schon wieder neu aus. Habe ich noch nie gesehen. Ich gehe aber erstmal bei den anderen Items gucken. Vielleicht ist es Afterbirth Plus. Ja, es ist Afterbirth Plus. Jakobs Leather. Isaac bekommt elektronische Tränen, die 1 bis 2 Elektrizität-Dings in zufällige Richtungen schießen, wenn sie einen Gegner treffen. Die Elektrizität wird zwischen Gegnern so als wird so eine Kette, Kettenreaktion. Okay. Es ist möglich, Tränen auf eine Wand zu schießen, um Elektrizität zu generieren, die Gegner auf der anderen Seite der Wand trifft. What? Oh. Okay. Könnte interessante Effekte geben. Wir schauen mal weiter. Cooler Raum. Ja, der Effekt gefällt mir. Mehrere Gegner gleichzeitig treffen und nur einen abschießen ist mein Ding. Das jetzt noch mit Damage würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Da ist mein erster Schlüssel. Ne, wir haben schon 2 Schlüssel für die nächste Ebene. Okay, cool.
Jetzt also ab zum Boss und happy sein. Das heißt, ich kann hier einfach gegen die Wand schießen und treffe die Gegner? Ja, wow, kann ich halt, wirklich. Das ist ja insane. Alter, wir lernen in dem Run schon wieder, in dem Part schon wieder so nice Items kennen, die es gibt, ne? Kann ich einfach hier hingehen und gegen die Wand schießen? Und manchmal treffe ich den. Ich meine aber gut, es ist vielleicht schlau, ihn richtig zu treffen. Sehe ich durchaus ein, dass das der bessere Weg ist. So, weg mit dir. Aber ich kann auch was anderes treffen und mache trotzdem Schaden. Nicht so viel Schaden wie eine Träne. Habe ich auch gelesen. Der Schaden ist so, glaube ich, die Hälfte einer Träne. Aber ich mache Schaden. Das ist ja alles, was zählt. Yo. Interesting. Oh. Wenn ich jetzt wieder dieses Ding zum Reroll, ne, zum Verduplizieren hätte, hätte ich jetzt... Oh mein Gott, das wäre so nice. Ist es aber nicht, habe ich nicht. Scheiß drauf. Weiter. Aber das mit noch mehr Damage stelle ich mir cool vor. Problem ist halt, alles scheitert immer daran, dass ich schlecht spiele. Alles scheitert daran, dass ich schlecht spiele. Das ist mein Problem. Sind alles coole Items, die ich kriege. Sind alles nice Items, die ich kriege. Box. Okay, wir müssen gleich nochmal hier durchlaufen. Oh, jetzt haben die auch noch zusätzliche Regenwurm-Effekte. Ja, puh. Also das Ding ist, wenn ich es zum Sprengen bekommen würde... wäre es natürlich cool, aber mit 4 Münzen weiß ich nicht. Wir gehen erstmal noch für den Geheimraum. Den anderen meine ich. In der Hoffnung, dass ich den schon freigesetzt habe. Oh, wenn ich Glück habe... Ah, schade. Ich würde sagen, wenn ich Glück habe, kann ich dann den Geheimraum nutzen, um in den Stachelraum zu kommen. Dem war nicht so, aber ich krieg nochmal ein paar mehr Münzen. Jetzt ist die Frage für mich halt. Will ich mit sieben Münzen versuchen, diese Maschine zur Explosion zu bringen? Ich würde halt ein cooles Item bekommen, mit dem ich alle 6 Räume und mir ein blaues Herz generieren kann. Na, den anderen Effekt, den die Kugel machen würde, ist mir klar, dass ich den nicht bekomme. Ach komm, wir probieren's. Ich könnte halt auch noch ein cooles Trinket bekommen. Cancer wäre nice. Das wäre jetzt übrigens gerade ein blaues Herz gewesen. Ja, oder ich krieg halt einfach nix. 7 Münzen in den Sand gesetzt. Kann man mal machen. Okay, das sollte ohne die Karte Death funktionieren. Die setzen wir jetzt hier nicht ein. Ich sollte hier ohne Schaden durchkommen. Alles andere wäre scheiße. Es ist so lustig, ich schieße gegen die Steine und ich mache denen einfach Schaden. Ich kann einfach hier stehen bleiben. Yo. Alter, mit mehr Schaden ist dieses Item insane. Du verkriechst dich einfach hinter der Wand und schießt wie ein Blöder. Und die können dir nichts. Zum Glück können Gegner sowas nicht. Ja, ciao, Kakao. Speed und Shot Speed up. Eine blaue Kiste für mich. Blaue Kiste ist halt schon eine rote Kiste für mich. Wenn ich die jetzt öffne, ist es nicht wie ein Deal, ne? Das hat jetzt keinen Einfluss auf den Angel. Guppy, 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 Guppy. Guppy's Collar. Weiter im Programm. Oh je, ich bin aufgeregt. Es reizt mich schon, ne?
Wenn die Pillen jetzt scheiße sind, dann war der Raum komplett useless. Aber es hätte halt ein weiteres Guppy-Item auch sein können, ne? Ich muss sowas probieren. Das ist, geht gar nicht anders. Range Up ist gut. Amnesia ist egal. So, draufgeschissen. Auf Amnesia. Okay, eine Runde noch. Ja gut, kriegen wir hin. Der kann mir jetzt auch nichts mehr. Oh, und vielleicht sogar noch... Ja, okay. Eine Bombe und eine Münze. Okay. Ich gehe mit Gewinn aus dem Raum raus, aber nicht mit dem Gewinn, den ich gerne gehabt hätte. So ehrlich bin ich natürlich. Okay. Bitte nicht zu mir sprengen, die Dinger. Der muss schnellstens... Oh Gott, nein, 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 nein. Weg mit dieser Kacke da. Wichtig ist immer... senkrecht zu ihm irgendwie zu stehen, dass er nicht genau mit der Kacke einen treffen kann. Und dann weg, wenn die Bomben kommen. Gut. Zwei Schlüssel. Gute Geschichte. Okay, die können Schaden machen. Die können jetzt böse sein, wenn ich hier nicht aufpasse. Vorsicht vor den Bomben. Okay. Sind schon deutlich weniger im Rennen noch. Gut ausgewichen. Vielleicht. Ich feuer mich einfach selber an. So, zwei noch. Cool. Okay, hier kann ich nichts tun. Ist auch in Ordnung. Wobei, ich könnte mir einfach... Ja, ich kann mir einfach die Bombe holen. Die ist gratis. Die Bombe ist gratis. Und die Münze dazu. Okay, der Raum sollte eigentlich auch in Ordnung gehen. Ich muss nicht mal nah an die ran. Ich kann einfach in der Nähe irgendwo rumballern und die kaputt machen. Sehr schöne Sache. So viele interessante Items, ne? Es ist schon interessant. Ja, interessante Items sind interessant. Wusste auch wieder keiner. Okay, auch das dürfte jetzt sehr interessant werden, weil ich ja eigentlich gar keinen... Ich muss den gar nicht richtig treffen. Ich mach den einfach weg. Schön, mehr Schlüssel für mich. Und hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Der Raum ist leider doof. Der Raum wird nämlich wehtun, wenn ich Pech habe. Und ich komme hier nicht raus. Wo laufe ich hin? Alter, die gehen alle nicht kaputt. Das ist viel zu viel. Ich kann dem nicht ausweichen. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Solche Räume beenden mich dann. Aber das ist so viel. Wie soll man dem vernünftig ausweichen können? Es ist... Ah. Oh. Oh Gott. Solche Räume... Ah, ich hätte Death einsetzen. Ja, scheiße. Ich hätte Death einsetzen sollen. Oh Gott. Was für eine Reichweite haben die? Also wenn ich das gut time, dann können die mir eigentlich nichts. No! Guppy, komm schon. Oh, Guppy kam. Und Guppy kam. Euer Versuch. Konzentriere mich erstmal nur auf einen. Ist vielleicht besser. Oh Gott. Oh, ich stehe ganz... Ich komm hier nicht... Ich kaum raus. Hier komme ich kaum... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kam raus. Einer ist weg. Nice. Na, oh! Das war knapp. Alter, Guppy hat mich gerettet. Vielleicht haben wir noch eine Chance für den nächsten Itemraum. Ich glaube... Ich bin ganz ehrlich. Ich bin... Ich habe so ein bisschen das Gefühl... dass der Regenbogeneffekt mir mehr schadet. Ich leg das Ding gleich mal ab.
Weil ich treffe teilweise nicht mehr, ne? Die Tränen gehen voll daneben. Ich leg das Regenbogending ab. Es war vielleicht nicht die beste Idee, mit dem Regenbogending zu spielen. Na, weil so treffe ich halt gerade wieder. Und zwar wirklich direkt gerade. Der macht Bumm. Irgendwann. Jetzt macht der Bumm. Jetzt gehe ich zu dem. Und der macht die anderen kaputt. Bleib da oben. Lob! Das war knapp. Oh, die ist unsichtbar. Vorsicht vor der unsichtbaren Spinne. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu... Gabi, 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 Gabi. Schade. Ah, okay, wir lassen es bei dem Stundenpart. Wir lassen es bei dem Stundenpart. Weiter probiere ich es nicht, weil sonst wird es wieder zu lang. Was hatten wir? Wir hatten die Träne, die ich steuern kann. Die wäre cool geworden. Wenn ich das gut hinbekommen hätte, wäre die echt insane geworden. Habe ich versaut. Wir hatten den Stacheleffekt. Okay, der Stacheleffekt alleine war jetzt nicht so nice. Was war an dem Rand sonst nice mit dem Stacheleffekt? Was hatten wir da noch so? Wir hatten den Rand mit dem, mit der Accuracy. Das hätte auch cool werden können. Alles habe ich versaut. Es gibt einfach zu schnell viele Räume, die mich beenden. Wie viele Parts soll ich es noch versuchen? Wie viele Parts soll ich das noch versuchen? I don't know. An der Stelle aber danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch zuschaut. Und tschüss. So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac. Ultra hart. Und ja, es ist auch ultra hart. Ach so, ich wollte ja trotzdem loslaufen und schauen immer, was die Sachen mir bringen. Yo, okay. Wir gucken jetzt mal. Ich meine, es ist kein guter Start, weil, ne, seht ihr selber. Ich verliere direkt ein Herz und... Aber ich habe schon mal zwei Schlüssel. Das ist halt schon mal cool für die nächste Ebene. Und ich habe den goldenen Schlüssel. Das ist cool, falls hier irgendwo goldene Kisten sein sollten. Und bevor ich jetzt hier... Einfach direkt schon jetzt resette, gucke ich halt mir zumindest an, ob ich vielleicht goldene Kisten hier irgendwo habe, die mir... Das war saudoof. Gucke ich halt zumindest mir an, ob ich hier irgendwo goldene Kisten habe, die mir irgendwas bringen. Es kann ja sein, ne? Man weiß es ja nicht. Alter, ich hasse das, wenn die so abwehrbar sind. So, mach dich weg. Dann gucken wir uns mal den ersten Itemraum an. Der hat Remote Bomb Detonation, das nützt mir richtig viel. Nicht. Also ich werde wahrscheinlich gleich resetten, ne? Aber wie gesagt, man kann ja mal gucken. LOL. Das war gar nicht mal so doof. Dass ich jetzt halt schon wieder nur noch 1,5 Herzen habe, ist halt schon wieder Müll. Aber die Schlüssel sind gut. Die Schlüssel gefallen mir. Die Schlüssel sind gute Voraussetzungen für weitere Ebenen. Leider müsste ich dafür erstmal durch die erste Ebene kommen. Okay, da ist der zweite Itemraum. Wir wissen also gleich, was es hier für ein Item noch gibt. Muss nur die Kackhaufen ausfindig machen. So, weg mit dir. Und das war die Geschichte. Hier noch durch. Vielleicht gibt es ja noch ein Lucky Trinket. Ein Lucky Trinket. Ah, ihr könnt mich mal. Eigentlich interessiert ihr jetzt auch überhaupt nicht. Ah, ich muss die besiegen, sonst komme ich nicht mehr raus. Lul. Okay. Na komm, mach dich weg. Wait, was ist das?
Ah, das haben wir letztens freigeschaltet, ne? Elektrische Schlüssel. Da habe ich gemeint, vielleicht ist es so eine Sache, dass man die einsammelt und dann bekommt man Dings. Hier, weißt du schon. Lädt es auf, so ein elektrischer Schlüssel. Ist es sowas? Ich glaube, der wird jetzt hier nicht mal abgebildet in dem Item-Ding, weil das werden ja nur Trinkets und Items abgebildet. Oder sagt mir hier, kriege ich ja auch irgendwo was zum elektrischen Schlüssel erzählt? Wahrscheinlich nicht, ne? Also wenn, dann muss er ja in Repentance zu sehen sein. Aber ist hier irgendwo ein elektrischer Schlüssel aufgelistet? Also spontan sehe ich keinen. Der wird mir schon nicht wehtun, wenn ich ihn einsammle. Null. Nee, ich seh jetzt keinen. Ich kann mal Key eintippen und gucken, ob dann Keys auftauchen. Ja, da tauchen Keys auf, aber ich sehe keinen elektrischen Schlüssel bei den Keys. Meistens die Trinkets halt. Ja, nee. Ja, nee, weiß ich dann nicht, was der macht. Wir versuchen es einfach. Was soll's? Wir versuchen es einfach. Er wird mir schon nicht den One beenden. Null, der noch nicht mal ge richtig angefangen hat. Aber was sage ich denn ständig? Ah, oh mein Gott, mein Gelaber ist furchtbar. Mit einem Schlüssel. Aber wahrscheinlich würde der mich aufladen, wenn ich so ein Ding hätte. Ich denke, das sowas ist es. Some stats up, some stats down. Es ist gerade nicht. Naja, wobei wir haben ein bisschen Damage bekommen. Ja, naja. Und wir haben ein Herz dazu bekommen. Es war ein HP-Up. Es war ein HP-Up dabei. Das habe ich gar nicht realisiert. Ich habe gar nichts gesagt. Es war ein HP-Up dabei. Naja, gucken wir halt mal, wo uns die Reise hinführt. Okay, wir bekommen einen Meat Cube. Oder einen Bandage Cube, je nachdem, was wir halt kriegen. Bandage Ball heißt das Ding, glaube ich. Ja, Damage ist okay. Für die erste Ebene ist der Damage okay. Was halt scheiße ist, sind die eineinhalb Herzen. Na, die sind böse Scheiße. Ich hoffe jetzt, ich krieg irgend. Ah ja, gut, von ihm krieg ich keine Regeneration. Von ihm krieg ich kein Regenerations-Item. Das ist klar. Von ihm krieg ich einfach nur. Oh, Junge! Von ihm krieg ich einfach nur aufs Maul und dann den Cube. Oder eben den Ball. Eins von beiden. Was nicht verkehrt ist, don't get me wrong. Ah, ich merke aber gerade, meine Tiersrate ist nicht so geil. Ich glaube, die ist ein bisschen runtergegangen, kann das sein? Ja. Okay, Ball of Bandages, gut. Ja, der goldene Schlüssel hat mir bisher überhaupt nichts gebracht. Aber ich will jetzt hier auch nicht weiter rumlaufen, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, unsere Schlüssel sind ganz gut, wie gesagt, ne? Dass wir Schlüssel haben, dass wir mehrere haben, ist gut. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt gleich den Satanraum noch rausgedrückt. Darf ich halt nicht treffen lassen. Dann hätte ich im nächsten Mal die Chance auf den Angel Room. Aber Problem ist halt, ich muss mit eineinhalb Herzen hier jetzt durchkommen. Und wenn ich jetzt hier keine Regeneration und nichts bekomme, muss ich mit eineinhalb Herzen durch die nächste Ebene. Und das ist halt sehr unrealistisch. Das ist halt sehr unrealistisch. Wait, wir haben bisher nur einen Itemraum, oder? Bin ich dumm? Nee, Quatsch, wir haben zwei. Ich bin blöd. Wir hatten die Spritze und wir hatten das Bomb Detonation-Teil. Ja, ich bin doof. Never mind, ich habe nichts gesagt. Don't mind me, just talking shit. So, tschüss. Abflug. Ratan Deal, komm. Scheiße. Speed up. Oh, das ist nice, aber nichts, was ich jetzt bräuchte. Na gut, schauen wir halt mal, was wir so kriegen. In der nächsten Ebene. Vielleicht kriegen wir gleich einen Itemraum. Ah, das ist jetzt ein Raum. Da sehe ich jetzt eigentlich schon wieder meinen Tod, weil das ist so viel Scheiße gleichzeitig, der ich ausweichen muss. Und die gehen halt auch voll auf einen drauf. Ich hab keine Ahnung, wie ich mir den vernünftig ausrechnen soll. Die gehen halt voll auf einen drauf. Und die brauchen 3 Jahre, bis sie kaputt gehen. Und ach.
Das ist so ein Raum, der ist einfach Müll. Ja, komm, scheiß drauf. Schade. Ah, ja. Nice, wir kommen direkt zumindest gleich hin. Erstmal nach Twinkets gucken, keine Twinkets, dann erstmal in den Itemraum gehen. Mit Münzen Schaden machen. Wäre halt cool, wenn wir Münzen hätten. Also in einer Challenge. In einer Challenge, in der man viele Münzen bekommen würde oder so. Wäre das keine schlechte Sache, aber da bräuchte ich jetzt schon. Naja, wir gucken halt mal, was passiert. Mit Glück kriege ich ein paar Münzen zusammen. Und darf ich jetzt aber halt nicht viel im Shop kaufen. Wäre dann so ein bisschen widersprüchlich. Ach, keine Ahnung. Wir haben ja noch einen zweiten Raum, den wir gucken können. Wäre schön, wenn er gleich kommen würde. Dass ich hier nicht jetzt 3 Jahre rumlaufe. Für einen Run, den wir dann überhaupt nicht nutzen. Ja, ich hatte sowieso vor, hier zu sprengen. Okay. Nehme ich mit. Wieder so ein Raum mit so viel. Warum müssen es immer so viele sein? Zum Glück hauen die ab. Zum Glück sind es die Nervigen, die einfach abhauen. Alter, dieser... Dass ich dem nicht ausweichen konnte, ist richtig doof. Richtig doof. Nicht nur ein bisschen. Das ist wirklich richtig doof. Dafür gibt es absolut keine Entschuldigung. Das war ja kompletter Müll. Können wir den bitte da unten sprengen? Nein? Okay. Ich würde den gerne so springen, dass ich hier eine Münze, meinen Schlüssel bekomme. Ja, geh jetzt kaputt. Nein. Ja, jetzt. Nee, ich spring da runter. Komm hierher. Komm. Okay, dich mach ich erstmal weg. Du explodierst nicht. Wer ist da noch? Das noch so. Okay, der explodiert aber auch nicht. Oder explodiert der sogar? Doch, der müsste explodieren, ne? Ah, den kriege ich da jetzt nicht rüber. Vielleicht ist er da der Geheimraum, dann wäre es auch gut, wenn er da sprengt wird. Okay, da ist nichts. So, kannst du jetzt mal hier runterkommen? Hier runter. Oder hier rüber geht auch. Hier rüber geht auch. Wow, Vorsicht, Kollege. Und geh hier runter. Komm hierher. Komm. Na komm. Ach, weißt du was? Ja, ja. Ach, komm, scheiß drauf. Okay. Das ist dieses Ding, dass ich... Was ist das für ein Ding? Dass ich kurz unverwundbar bin oder so? Es ist ja nicht das Horn. Es ist ja auch nur eine Aufladung. Deswegen ist es ja auch nur so ein der Stumpf von diesem Horn. Aber was macht der nochmal?
You cannot fire Stump. Fire Tears, während das Ding ist aktiv. Okay. Does not deal contact damage. Okay. Einfach nur, dass ich kurz unverwundbar bin. Wäre sozusagen nützlich, um. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, wofür es nützlich wäre. Haben wir jetzt noch einen Grund, den Run weiterzuspielen eigentlich? Nicht so richtig, oder? Wenn wir mal ehrlich sind, bisher ist es nicht so das Gelbe vom Ei. Weshalb wollte ich den weiterspielen? Was habe ich jetzt eigentlich? Ich habe ein Tears Up, aber das war's. War sonst irgendwas? Habe ich irgendwas verpasst? Ist doch sonst überhaupt nichts mehr. Gut, ich kann mal noch in den Stachelraum reingucken mit dem Stump. Warum nicht? Also mit dem Stumpf. Ich glaube, das heißt gar nicht Stump im Original. Keine Ahnung. Deswegen. Das heißt nur, you feel stumped. Holy moly. Okay. Cool. Jetzt werde ich aber trotzdem wieder getroffen. Ah ja. Na, dann gucken wir noch, was der Boss für uns hat. Tears ab. Tears technisch gar nicht so schlecht, die Geschichte bisher. Aber alles andere ist Kacke. Oh fuck. Also eigentlich ein One, den man beenden sollte. Ich bin ganz ehrlich, aber ich werde ihn weiterspielen, weil ich einfach wieder nicht aufhören will. Na, weil ich halt jetzt nicht weiß, was sind die nächsten Items. Wir gucken, wir gehen einfach schnell in die nächste Ebene. Entweder ich sterbe sofort oder ich sehe noch die nächsten Items. Keine Ahnung, es kostet jetzt ja auch nicht so viel Zeit, da noch weiterzuspielen. Ein bisschen. Jetzt gucken wir uns hier das Item noch an. Vielleicht kriegen wir Regeneration, dann bin ich happy. Es ist ein HP-Up, immerhin. Es ist ein HP-Up. I don't know. Wir gehen weiter. Das war schlecht. Oh Gott. Was? Alter. War ich so nah dran? Das ist doch schon wieder Kacke. Yo, geh weg. Wie viele Hits brauchst du denn noch? Der trifft mich noch, ne? Gott. Komplett unnutzter Raum und auch noch Schaden genommen. Nice. Jo, der kann ganz schön weit schießen. Ja, mach das mal, ist okay.
Ist okay, gut hast du das gemacht. So. Oh nee. Ich komm nicht weg! Oh boy! Er hat mich aus meiner misslichen Lage selbst befreit. Das war ja auch interessant. Ich meine, in dem Fall hätte ich jetzt zum Beispiel den Dings kurz einsetzen können, um da rauszukommen, ja. An sowas muss ich denken. Ich habe im Prinzip jetzt einmal pro Raum die Möglichkeit, mich unverwundbar zu machen. Ich kann halt nur leider währenddessen nicht an nichts Nützliches tun. Also ich kann nicht angreifen oder sonst irgendwas. Ich kann nur kurz aus einer brenzligen Situation raus. Das ist alles. Das ist leider wirklich alles. Und jetzt sind wir energietechnisch schon wieder hier fast am Ende. Es geht so fucking schnell. Es ist so traurig. Die kommende Bomb ist es selber Sprengung. Na, es ist selber Sprengung, gell? Das zu behalten. Bossraum, na toll. Der kommt ein bisschen zu bald. Muss ich ja leider dazu sagen. Oh mein Gott, ich bin hier unten ganz ungünstig. Na komm. Ja, geh da hoch. Jo! Nicht so nah zu mir hin. So ist gut. Oh ja, okay. Noch mehr davon. Pille. Nice Pille. Beste Pille. So, ein Itemraum suchen wir noch. Bisher absoluter Müll. Wir haben das Item ja nicht mal mitgenommen. Also mehr Müll als ein Item, was du nicht mitnimmst nachher, kannst du auch nicht kriegen. Wozu spiele ich den One überhaupt noch? Wozu spiele ich diesen One überhaupt? Ja, danke, nice. Danke, dass wir es beenden. Gut. Okay. Ist hier gleich irgendwo der Itemraum? Ja, sehr schön. Und der Bossraum. Ich hätte jetzt nämlich keine Lust gehabt, diesen großen Raum zu spielen, wenn danach nicht der Itemraum gekommen wäre. Wobei der Raum jetzt so gesehen auch nicht so ewig dauert. Aber zumindest habe ich jetzt mehr Motivation, den Raum zu spielen, weil ich dann den Itemraum bekomme danach. Itemraum. Was hast du für mich? Fliegen hast du für mich. Ich habe ein blaues Herz bekommen. Das ist schon mal cool. Was kann dieser Conehead noch? Das ist ein Ei. Wo gibt's das Ei? Das Ei gibt's bei Afterbirth Plus. Plus ein Soul Heart. Immer wenn du Schaden nimmst, hat 20%ige Chance, den Schaden nicht von den Herzen abzuziehen. Okay, und ich blinke kurz blau, wenn das passiert. Das heißt, 20% Chance, nicht getroffen werden. Ist okay. Klingt doch vernünftig. Ein Fünftel ist ein Fünftel. Na, so gesehen ist das jetzt schon besser als die Items, die wir gerade eben hatten. Und zwar alle zusammen. Ah! Ich hasse Treffer. Vor allem, wenn sie vermeidbar waren. Und der war böse vermeidbar. Der war richtig vermeidbar. Jux! Okay, aber der Conehead hat gerade keinen Bock zu funktionieren. Schade. Damit habe ich jetzt eigentlich schon wieder keine Lust weiterzuspielen, weil das ist... Ich kriege halt diese Hits nicht zurück. Das ist das Ding, ich kriege die halt nicht zurück. Okay, wir gehen noch in den nächsten Itemraum. Schön, dass wir ihn zumindest gefunden haben. Dann können wir auch noch die Bosse machen.
Ist ja okay. Dann haben wir 4 Items. Und dann entscheiden wir, ob wir weitergehen oder ob wir es lassen. Alter, geh mir nicht auf den Keks. Eyeshot. Was ist das? Da ist manchmal was auch. Was ist jetzt wieder Eyeshot? Ah, Eyeshot. Gives you a chance to fire an eye across the screen with a very slow shot speed, which will fire tears of its own in the same direction as Isaac. Ah, okay. Auch jetzt nicht das geilste Item. Warten wir noch die Items bei den Bossen ab. Dann gucken wir, was passiert. Immer wenn ein anderer dabei ist, bin ich so böse einfach abgelenkt und schaff's nicht, hier klar zu kommen. Aber der ist auch nervt. Sobald ein anderer dabei ist, bin ich raus bei dem Viech. Ja, war eh eine Scheißrunde. Okay, wir kriegen direkt wieder den... Oh Gott, nein, nein, ach nee! Oh, da habe ich schon wieder gar keine Lust weiterzuspielen. Schon wieder ein ganzes Herz weg. Nervt mich diese Kacke. Leprosy und Thüringia Part, was machst du? Leprosy, taking damage will spawn in orbital. Ja, taking damage. Ich will nicht damage taken. Ciao. Nein, ich bin so blöd. Oh, ich hab die weggeschoben. Komm, wir gucken noch rein, was da ist. Aber Pandoras Box behalte ich halt eh nicht. Von daher. Scheiß drauf. Gott, ich bin so frustriert. Wir hatten echt coole Items in den anderen Runs im letzten Part, aber dieser Part bisher... Dieser Part bisher... ist jetzt nichts, wo ich sage, hey... Das waren coole Items. Oh, ne. Räume, in denen es nicht mal weitergeht. Gib mir wenigstens einen Schlüssel, wenn ich dich kaputt gemacht habe. Okay, Schlüssel. Bist du damit einverstanden? Nehme ich auch. 2 Bomben sind auch okay. Das ist jetzt schon wieder so. Das ist jetzt schon wieder so. Das ist jetzt schon wieder so kacke. Okay, der oben ist weg. Damit bin ich versöhnt. Weh, du triffst mich. Ich hasse dich. Ich hasse dich, wenn du mich triffst. Ich hasse dich auch so. Also treff mich nicht. Dann hasse ich dich immer noch. Gut. Mehr Bomben. Mehr Bomben, kein Itemraum. Ey, wenn mich jetzt irgendeine Spinne... Nee, 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 nee. Freunde, ich... Wenn mich eine Spinne trifft, ich rast aus. Ich wusste's. Ich wusste's einfach. Ich wusste einfach, dass es passiert. Man hat so ein Gefühl für solchen Scheiß. Man hat für so einen Scheiß einfach ein Gefühl. Wenn jetzt nicht gleich brauchbare Items kommen. Wenn jetzt nicht gleich brauchbare Items kommen. Ich rage quitte einfach diesen Part. Alpcake wäre auch nice. Alpcake wäre nice, mal wieder Alpcake zu haben. Alpcake wäre übelst nice, mal wieder zu haben. Wehe, du schießt. So, komme ich da ran? Nee.
Aber ich habe eine Bombe. Werde sie nutzen. Yes. Ah, habe ich mal wieder nicht drauf geguckt, was die tut. Okay, zwei Itemräume auf einen Schlag, finde ich gut. Dann kann man nämlich gleich gucken, ob der One was wert ist oder nicht. Finde ich okay. Bin ich mit der Ebene versöhnt, auch wenn die Ebene scheiße war bisher für mich. Aber zwei Items auf einen Schlag. Tech X! Yo! Yo! Kann ich ihn auch schießen, ohne dass er aufge... Ja, okay, ich muss ihn nicht ganz aufladen. Aber zu wenig darf ich auch nicht. Ein bisschen muss er aufgeladen sein. Okay. Yo, Tech X. Ist eine coole Sache. Das ist eine nicht so coole Sache. Es sind halt mehr Bomben jetzt. Oh Gott. Das ist... Oh, das ist bei weitem nicht... Was... Oh. Okay, hier könnte was sein. Das war ein Versuch. Ja komm, ich habe so viele Bomben, dann kann ich es hier auch setzen. Okay, ich krieg den Schlüssel immerhin wieder. Das Ding ist halt, Range ist mit Tech X super gut, ne? Aber ihr seht halt, was das Problem ist. Ich kann halt nicht immer... Oh, ich kann mir das Item kaufen. Das gönnen wir uns doch direkt. Flip a coin. Was bist du denn jetzt wieder? Diese Holzmünze. Habe ich schon. Die habe ich schon so oft nachgeguckt. Ach so, wenn ich sie benutze, droppt die einfach eine zufällige Art von Münze. Also kriege ich damit richtig schnell richtig viel Kohle. Und ich kriege die jeden Raum aufgeladen. Okay. Was bedeuten würde, wir können fast immer die Boss-Items kaufen. Denn es können ja auch andere Münzen droppen, ne? Hier so eine zum Beispiel. Ja, oder es droppt einfach gar keine Münze. Wieso ist jetzt keine Münze? Ach so, 50% Chance. Ja. Wenn man an das denkt, was man gerade gesagt hat, ne? Dann würde man auch drauf kommen. So, jetzt ist meine Frage. Okay. Das Spiel möchte, dass ich hier reinlaufe. Finde ich gut. Ich habe halt 9 Bomben. Ich würde fast gerne den Geheimraum suchen. Aber so wie das hier schon wieder alles aufgebaut ist, habe ich keinen Plan. Ah doch, könnte funktionieren. Hier würde er passen. Da ist er auch. Komm, gib mir ein Item. Schade. Dann habe ich auch nichts zum Rerollen. Null. Oh! Wir können uns das 15er-Item auch noch leisten. Let's go. Let's go. Change nehme ich nicht mit. Change ist doch, ich gucke jetzt ganz kurz nach, aber Change ist doch, dass ich mich rerolle. Und ich glaube, wenn ich mich rerolle, rerolle ich am Ende den Schlüssel. Das wäre nicht so geil. Dann komme ich nicht mehr zu Mega-Satan. Das wäre ganz schlecht. Ach nee, der rerollt die Pedestal-Items. Ups. Okay, das heißt, wenn da jetzt ein Spacebar-Item ist... Ah, ich bin blöd. Alles gut. Wenn jetzt ein Spacebar-Item sein sollte... Die Broken Watch, okay. Die ist auch nicht verkehrt. Die andere wäre mir lieber gewesen, aber die ist auch nicht verkehrt. Wenn da jetzt ein Spacebar-Item gewesen wäre, dann könnte ich sagen, okay, ich nehme lieber den Coin-Dings weiter mit und hätte es rerollen können. Aber so kann ich nichts rerollen. Ist okay. Haben wir... Wait. Habe ich irgendwo was liegen lassen? Nee, ich habe alles mitgenommen, ne? Ja, ich hab nirgends ein Pedestal-Item im Moment rumfliegen. Okay, wir gucken mal, was der Boss zu TechX so erzählt. Er freut sich über TechX. Aber ich freue mich halt nicht, dass ich schon wieder 2 Herzen Schaden vorher genommen habe. Bruder! Nein! Oh, jeder Hit ist scheiße, weil ich keine Energie zurückbekomme, solange ich nicht Regenerations-Items habe. Oh, ist das kacke.
Ja, Benchball. Fuck! Oh, das war zu bald. Oh Gott, ich wäre fast reingelaufen. Junge, was tue ich? Ich bin reingelaufen. Ich bin einfach reingelaufen. Warum mache ich sowas? Warum mache ich sowas? Warum passiert mir das? Speed und Damage Up ist cool. Aber ich brauche Herzen. Verdammte Axt. War da noch ein Schlüssel im Shop? Dann könnte ich mir zumindest den noch gönnen. Nein, kein Schlüssel. Die Karte wäre nur nützlich, wenn es... Nein, ich weiß ja nicht nützlich. Riskiere ich nicht. Ach so, aber statt High Priestess nehme ich jetzt natürlich Change mit. Dann habe ich... Ich hab gedacht, ich reroll mich damit. Tue ich gar nicht. Bin nur doof. Alles gut. Ich bin nur doof. Na, wenn ich jetzt irgendwo ein Spacebar-Item habe und sage, ich will die Münze weiter mitnehmen, kann ich es rerollen. So ein Ding ist das. Scheiße. Ich dachte, die trifft mich nicht. Ich dachte wirklich, die trifft mich nicht. Ich dachte wirklich, die trifft mich nicht. Ich dachte, da unten bin ich safe. Also das war jetzt kein, ich renne in die Münze, in das Ding rein. Ich dachte wirklich, da unten bin ich safe. Oh, scheiße. Tschüss, TechX. Tschüss. Alter, das wäre eigentlich, wäre das was für einen Stream. Ja, okay, wir starten mit Dead Cat. Cool. Das ist mit Sicherheit genau das Item, was ich jetzt brauche. Ich meine, es ist ein Guppy-Item. Wir haben 9 Leben. Ja, let's go. Jeder Hit ist ein Tod. Super gut. Wir schauen mal, was es an Items gibt. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas zusammen, aber... Das ist natürlich... Ich meine, gut, dass wir es am Anfang einsammeln und nicht irgendwann mittendrin. Na? Für Profis wäre jetzt Dead Cat wahrscheinlich sogar ein cooles Item für die Challenge. Ich glaube, so verrückt sind die, dass die sagen, ja, cool. Ich habe 9 Versuche. Ich meine, hat man auch, aber... Keine Ahnung. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Es ist halt... Also das fühlt sich absolut nicht gut an. Weil... Ja gut, ich habe 9 Versuche. Es ist richtig, aber... Keine Ahnung. Scheiß drauf. Wir probieren's. Was soll ich anderes tun? Ich werde auf jeden Fall nicht schon jetzt resetten, ohne die Items gesehen zu haben. Aber wenn ich jetzt geile Items bekomme, dann ärgere ich mich brutal. Oh, nee! Dann ärgere ich mich einfach brutal, dass ich die Dead Cat mitgenommen habe. Das ist das Nächste. Ich will fast gar nicht wissen, was es hier für Items gibt. Ich will fast gar nicht wissen, was ich hier für Items bekommen könnte. Oh shit. Oh shit, ich will es fast gar nicht wissen. Na, eine große Bullet und ich bin tot. Eine Bullet von einem Champion und ich bin tot. Eine Berührung von einem Champion und ich bin tot. Also alles wie immer. Null. Yo! Vielleicht noch mehr Gegner auf einen. Alter, wieso? Was ist das für ein Raum? Ich gehe nie wieder in diesen Raum rein. Tschüss. Also, wie viele Gegner auf einem Haufen und du hast keine Energie und kein Damage und kein gar nichts. Wie soll man denn das schaffen? Ja, genau. Isaac's Heart plus Dead Cat. Perfekt, Digga. Was? Okay. Sorry, den Digger ziehe ich zurück. Der ist mir jetzt einfach so rausgerutscht. Alter. Ist das jetzt eigentlich... Achso, ich war da schon drin. Lul.
Da ist der andere, okay. Also ich muss jetzt das Herz beschützen, ne? Das Herz, wenn getroffen wird, nehme ich Schaden. Wenn Isaac getroffen wird, passiert nichts. Wenn man das Herz gut setzt, wenn man das Herz gut... Das Herz. Wenn man das Herz gut bewegen kann, ist es eine coole Geschichte. Ja, na, wie cool. Du sagst mir, wo der Geheimraum... Okay, da oben ist der Geheimraum, dann spreng ich den doch gleich mal. Aber sowas sieht aus. So ein Müll. Komm, dann können wir auch hier mal ein bisschen sprengen. Hier mal ein bisschen sprengen. Und Pillen einsetzen. Lockdown. When's till the end. Dann sprengen wir hier noch den coolen Typ hier in die Luft. Ups. Cool, kriege ich noch 2 Münzen. Toll. Und dann ist hier der Boss. Na gut, gehen wir noch durch den Boss. Wahrscheinlich würden auch da wieder Profis sagen, oh nice. Ich meine, guck mal, das ist jetzt cool, ne? Das Herz kann, dem Herz kann nichts passieren, effektiv aktuell. Solange ich das Herz wirklich gut setze, kann dem Herz nichts passieren. Natürlich, das ist cool, keine Frage. Da will ich gar nicht widersprechen. Aber es gibt halt so viele Situationen, wo das Herz einfach sowas von getroffen wird. Ja, zum Beispiel hier. Cool. Komm, schieß. Geh einfach zu mir. Bleib nicht. Mach nicht so einen. Mach nicht diesen. Schieß einfach. Schieß einfach nur. Du musst nicht durch mich durchschießen. Kannst du überhaupt nicht schießen in deiner Phase? Okay, du kannst schießen. Schieß einfach weiter. Schade. Das war blöd. Ah! Das läuft nicht gut, ne? Ah, der geht einfach wieder zu mir. Jetzt weg. Ja, mach das, mach das. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Woher weiß ich, wann der dasht und wann er einfach nicht dasht? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das Herz muss in Sicherheit gebracht werden. Das Herz muss leben. Dasht er jetzt? Nein, er dasht nicht. Ich habe ihn echt besiegt mit dem Herz, ne? Null. HP ab. Dieses HP ab habe ich jetzt genau einmal. Wenn ich dann jetzt wieder sterbe, habe ich wieder nur ein Herz. Aber gut. Aber gut. Wir probieren's. Oh Junge, was ist das denn? Das ist halt jetzt hier ganz kritisch, weil ich muss das Herz halt in Sicherheit bringen und nicht mich. Und ich schätze, sie können einfach durch mich durchlaufen. Und dann laufen die in das Herz rein. Okay. So, aber jetzt folgendes. Ich habe ja eh... Der One ist ja eh schon kacke, ne? Jetzt kann ich halt wirklich mir alles holen. Ich verliere dafür 2 Herzen. Aber vielleicht... Es sind auch nur ein Herzdeals. Normalerweise würde ich ein Herzdeals nicht mehr nehmen. Wir haben festgestellt, wie kacke ein Herzdeals sind, ne? Haben wir festgestellt. Aber wir gucken mal, was es ist. Wenn ich Glück habe, sind es nämlich Gapi-Items. Das wäre denkbar. Und... Mir ist klar, dass ich dadurch jetzt wieder ein Leben verliere und das HP ab weg ist. Es ist mir alles bewusst. Ist mir alles bewusst. Ich probiere es ja nur aus. Ich habe doch nichts zu verlieren. Na? Der Run ist eh schon zum Wegwerfen. Ich probiere es einfach aus. Wir gucken, was passiert. Dark Bomb nützt mir nichts. Book of Sin. Boah, kann man mitnehmen, nützt mir aber faktisch auch nichts. So, und jetzt gehen wir einmal drauf. Der Decker ist um mich rum. Okay. Warum nicht?
Wow, das Book of Sin hat mir genau nichts generiert. Super. Aber gut, der Dagger um mich rum ist eigentlich cool, weil ich kann ja Schaden machen. Eigentlich ist es eine interessante Kombination, das Herz und den Dagger. Eigentlich ist es eine interessante Kombination, sind wir mal ehrlich. Kann ich jetzt eigentlich mit dem... Steht das auf Platinum God? Kann ich mit dem Herz durch den Stachelraum gehen? Oder wird das Herz, weil das Herz geht ja auch mit durch, dann wird doch das Herz trotzdem getroffen, ne? Also ich glaube, das ist keine gute Idee, was ich gerade plane. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wo ist denn Isaac's Heart? Wo bist du, Isaac's Herz? Wo bist du? Du musst irgendwo da sein. Da bist du nicht. Da bist du auch nicht. Du kein Afterbirth-Item? Bist du ein Rebirth-Item? Ich dachte, du bist ein Rebirth, ein Afterbirth-Item. Da ist es. Ah, die meisten Gegner zielen sogar auf das Herz. Habe ich, okay, das wusste ich noch nicht. Interessant. Spikes and Curse Rooms no longer deal damage. Ja, let's go. Ja, tschüss. Okay, gut zu wissen, ich kann umsonst in die Dinger rein. Okay. Wo wurde ich jetzt getroffen? Brech. Wo muss ich denn hin? Zu dem anderen Schalter. Oh, yikes. Herz, geh mit mir mit. Alles cool. Okay. Alles cool. Kann das Herz so getroffen werden? Nee, ne? Vorsicht! Krieg ich den so? So treffe ich den nicht. So treffe ich den Dude nicht. Aber ich kann mich ja eigentlich so hinstellen. Ja, cool. Herz ist safe. Also wenn man mit dem Herz gut umgeht... Ah, geht das Herz hinter mich, wenn ich das auflade und schiebe? Na, so ein bisschen. Oh, und die Dings zeigt mir den Geheimraum an. Aber ich habe keine Bombe im Moment. Achso, ich kann ja einfach mit dem Messer hier reingehen. Vorsicht! Es ist halt einfach nicht schnell genug weggegangen, ne? Dummes Herz. Interessanter Raum. Ach so, stimmt. Die Stacheln machen mir ja gar keinen Schaden. Ja, ich habe schon wieder nichts bekommen. Komme ich nicht ran, brauche ich aber auch nicht. Da ist mein Raum. Nein! Was hat mich erwischt? Wo bin ich jetzt gelandet? Das ist nicht der Raum, in dem ich gerade war. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Du triffst das Herz nicht, du triffst das Herz nicht und du triffst das Herz auch nicht.
Also, ganz ehrlich, wenn man damit gut umgeht, kann man damit schon was hinbekommen, zumindest auf diesen Ebenen. Ich kriege jetzt halt nur Müll. Was kann der so? Ich kenne ihn nicht mal, was macht der? Bruder! Okay. Machst du es einfach grundsätzlich, dass du irgendwo durch die Gegend pfeifst? Ich lese mal kurz, was der macht. Wie lange nehmen wir denn schon wieder auf? Okay, wir sind schon wieder bald bei der Stunde. Ist das ein Afterbirth-Ding? Ich habe den noch nie gesehen. Ich meine, ich habe gesehen, was er macht. Ich will jetzt auch nicht 3 Jahre lang nach dem suchen. Keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich meine, wir haben gesehen, was er macht. Irgendwie saust er durch den Raum, wenn er Bock drauf hat. Soll er machen. Soll er machen, ne? Halt, wo müssen wir denn hin? Ach so. Jetzt ist er... Okay, da ist der andere Itemraum. Vorsichtig. Herz in Sicherheit bringen. Weil das Ding ist halt, die können jetzt überall auftauchen. Oh, Nein! So viel dazu. Nee, was ist das? Das ist nicht der Raum, wo ich gerade drin war. Oh shit, die Explosion kann mich erwischen. Oh, das ist kritisch. Ja. Oh shit, das ist kritisch. Na, okay. Scheiße. Schade. Schade. Schokolade. Aber es ist interessant, auch mal mit dem Herz ein bisschen versuchen, Strategien aufzubauen. Wenn man aber halt nur ein Herz hat, ne, die Kombination... Oh, scheiße, komm. Scheiß drauf. Die Kombination mit nur einem Herzen ist halt nicht so genial. Hier, so einen Raum hätte ich gerne mitgenommen, weil dann hätten wir wahrscheinlich... Wobei, wahrscheinlich nehme ich einfach keinen Schaden und kann aber auch nichts mehr opfern. Das wäre sonst free zu opfern. Wäre eigentlich cool, wenn das funktionieren würde. Müssten wir mal ausprobieren, aber wahrscheinlich nehme ich einfach keinen Schaden an den Stacheln. Okay, Tech 5 ist halt auch wieder nice. Das ist jetzt mein letzter Versuch in dem Part. Yo! Schlüssel, Sorgen, Ade. So lange, bis ich Bombs Aki einsammle. Aber erstmal Schlüssel, Sorgen, Ade. Ich muss mich gerade wieder daran gewöhnen, dass ich nicht mehr getroffen werden darf. Yo, 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 okay. Wo geht es hier alles lang? Hier ist was zum Sprengen. Mit einer Kiste, sehr schön. Oh, vorsichtig. Da gehen wir jetzt erstmal einmal außen rum. Und gehen dann hier rein. Sehr schön. Das war's wert. Die zweite Dings haben wir schon. Shop besuchen mit einer Münze ist eh Quatsch. Weiter. Einfach nicht treffen lassen. Das wäre jetzt das Allerwichtigste. Einfach nicht treffen lassen. Na, ich habe jetzt unendlich Range, dadurch, dass ich Tech 5 dabei habe. Reichen ja nicht nur die Tränen. Ich meine, die Tränen gibt es auch noch. Aber vor allem gibt es halt Tech 5. Das bedeutet, ich kann solche Bosse sehr gut auf Abstand halten. Wenn Tech 5 dann mal Bock hat, wieder zu feuern. Es ist das einzige Problem, dass Tech 5 nicht immer Bock hat. Das ist das einzige Problem. Komm, Damage up. Pierce up ist, glaube ich, auch ganz nice. Okay, der Kollege. So kriege ich jetzt mit Tech 5 die Spinnen schnell weg. Das ist auch nicht verkehrt. Ich kann halt immer schön auf Abstand bleiben. Das ist wichtig. Gerade bei ihm ist Abstand sehr wichtig. Eigentlich ist bei jedem Boss Abstand sehr wichtig. Mindestens eine Armlänge Abstand. Ja, ciao. Das war's mit dir. Und schlüsseltechnisch ist halt auch super.
Kisten, keine Kisten, dann kannst du den Quatsch hier behalten. Ciao und weiter. Mach dein Ding, die kommen mir zu nah. Problematisch sind nach wie vor Räume, ganz klar, sind nach wie vor Räume, in denen zu viel auf einmal los ist, wo ich nicht ausweichen kann. Na, die Räume bleiben selbstverständlich problematisch. Aber Tech 5 ist ein nicer Start und Schlüsselsorgen weghaben ist auch eine... Ah, mein Gott, nein, 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 nein. Ich bin viel zu langsam. Holy shit. Holy shit, der Kleine beendet mich, wenn ich den nicht wegmache. Fuck me. Ich komme nicht raus. Nein, ich bin hier rein. Oh. Ciao, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus.